So, hallo ihr Lieben. Willkommen zu Teil 2. Meine Speicherkarte war voll. Aber jetzt machen wir weiter mit dem Paket. Die Tasche haben wir noch. Da sind, glaube ich, nur Täschchen drin. Genau, da sind die Täschchen drin. Ist dann auch was von mir. Das gehört mir. Das gehört, glaube ich, mir. Das gehört mir. Ach, die. Ich nehme die einfach mal raus. Die Täschchentasche. Nehme ich einfach mal raus, falls jemand ein Täschchen braucht. Soll er sich bei mir melden? Huch, alles umschmeißen kann ich auch. So, dann haben wir hier noch eine Box. Après-Ski. Die ist sehr gefüllt. Ein Pigment von Kiko, das war von mir. Eine Skin & Co., ein Gesichtspeeling. Das war von der lieben Gine, die ist nicht mehr dabei. Das werde ich auch mal rausnehmen, damit das nicht mehr weiter wandert. Dann haben wir hier ein Blooming Blush, ein Bronzer von Essence, eine kleine Palette von Elf. Die ist süß, aber nein. Eine Luvia-Palette, Meets Glossy Box, Augenbrauenpalette. Ich nehme ja meinen Augenbrauenstift, also darf die auch weiter wandern. Dann haben wir hier einen Amaretto Mineral Blush von Bella Pierre. Der wandert, glaube ich, auch schon länger mit. Den nehme ich mal raus. Es sind ja ein paar ausgestiegen, ein paar neue dazu gekommen. Da muss man ab und zu mal ein bisschen aufräumen im Paket. Dann haben wir hier diese Blushperlen. Die dürfen wieder rein. Einen Blush von Catrice. Das darf, ups, weggeschmissen. Das darf auch wieder rein. Upsala. Das kommt alles wieder rein. Das nehme ich hier mal raus. Hier haben wir noch ein Magic Finish von M. Asam. Ein Love Eyeshadow and Liner. Welche Farbe hat der? So ein Braun. Der darf auch weiter wandern. Dann eine Kette von Six, so eine goldene. Und Daily Concepts, ein Hammamtuch. Das darf alles weiter wandern. Dann haben wir hier noch eine Glossy Box. Das fühlt sich auch schwer an. Oh ja. Hier haben wir einen Make-up-Entferner. Den habe ich reingetan. Der kommt wieder raus. Ein Hydro-Serum. Feuchtigkeits von Cos Nature. Bei Naturkosmetik muss man immer ein bisschen aufs Datum gucken, aber das ist ein Airless-Container. Der darf drin bleiben. Ein kleines Trockenöl von NYX. Dieses hier, das habe ich glaube ich auch. Ein Gradual Tan Sleeping Mask mit Retinol, die wandert auch schon länger mit. Nehme ich mal raus. Die Gesichtstücher hier, die waren von mir, die kommen raus. Ist viel zurückgekommen diesmal. Ein Under Eye Powder von Revival Loves Me. Ist das lose oder gepresst? Das ist lose. Und das nehme ich, glaube ich, mal raus. Tue ich mal auf vielleicht. Dann ein. Ist das ein Blush? Oder ist das ein Puder? Pulvo Suelto Lady. Ich habe keine Ahnung von Cardo. Wandert erstmal weiter. Ein Detox Face Mist Toner. Der ist auch noch haltbar, der darf weiter wandern. Ein Dr. Eve
wie auch immer man den Nachnamen ausspricht, Vitamin C Balsam. Der ist auch von Gine. Der kommt auch raus. Den wollte wohl keiner haben. Ein Aqua Lagoon Glowing Spray. Und ein We Are Kind Natured Moisturizer Ginseng und Grapefruit. Hier, das darf auch weiter wandern. Ich sortiere ein bisschen das Paket und tue schöne neue Sachen rein. Was ist das? Eine Tasche mit einer Katze. Die muss bei mir bleiben. Oh mein Gott, ist die schön. Die hat sogar Katzenohren. Oh mein Gott. Die Tasche bleibt auf jeden Fall. Die ist innen so gepunktet. Die bleibt auf jeden Fall bei mir. Liebe ich. Das erste Teil, was auf jeden Fall bleibt. Und dann haben wir noch einen großen Büdel. Und dann gucken wir, was ich behalte und was nicht. So. Die Superfood hier, das wandert auch schon ewig mit. Das nehme ich mal raus zur Seite. Dann haben wir hier eine L'Occitane Handcreme. Die nehme ich raus. Die ist großartig. Die bleibt auch auf jeden Fall. Ein Bella Spa Ylang Ylang Body Spray. Das kann weiter wandern. Dann haben wir hier noch was Eingepacktes. Das ist, glaube ich, auch ein Body Spray. Das war von mir. Dieses Body Spray hier, das tue ich zur Seite. Das habe ich ja reingetan. Dann haben wir hier, oh, das ist, glaube ich, auch von mir, ja. Den Syoss Schaumfestiger. Ja, meine Sachen sind dieses Mal nicht so gut angekommen, aber das macht nichts. Ein Vitamin C Serum von Balea. Eine Augenbrauenfarbe. Die wandert auch schon ewig mit. Die nehme ich mal raus, weil die will irgendwie keiner haben und die wandert schon ewig mit. Eine Probe von M.A.S.A.M. Ein Shampoo von Jaya. Das nehme ich raus. Ein Moisturizer von Glossybox. Lieben wir. Nehme ich raus. Und das straffende Körperöl von Dove, das benutze ich dann selber. Alles gut. Das habe ich reingetan. Genau. Ja, ist viel zurückgekommen von mir. Aber macht nichts. Ist manchmal so. Die Tüte ist fast leer. Die Box ist auch leer. Genau. Ich werde schöne neue Sachen reintun. Und jetzt gucken wir noch. Ich behalte einfach alles, oder? Die Nagellacke bleiben. 1, 2. Die Handcreme, die Tasche. 3, 4. Ups. Das Puder. 5. Die Lidschattenpalette. 6. Der Moisturizer. 7. Das Peeling. 8. Uah, uah. Das Peeling. 8. Und das Duschgel behalte ich auch. 9 Produkte habe ich mir ausgesucht. Die bleiben auf jeden Fall bei mir. So, ich wieder abtauchen. So, jetzt tue ich ganz viele schöne neue Sachen rein. Und das Paket verschlankt sich etwas, was ja auch nicht schlecht ist. Und geht auf die Reise zur lieben Simply Bee, der lieben Biene. Und schaut auf jeden Fall bei den Mädels vorbei. Lasst ganz viel Liebe da. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Abonniert den Kanal, abonnieren ist kostenlos und schenkt mir ein Lächeln. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr gerne Unboxings guckt. Und ich wünsche euch alles Liebe und Gute, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss.